Und damit dann, was geht von herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play das gute alte Ratchet & Clank an nix. Was für nächstes? Rift Apart, Jungs. Ich freue mich drauf. Weiter geht's. Hier in der Action, Digga. Mal gucken, wo uns die Reise heute hinführen wird. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel, Digga. So. Piss dich. Assalamu alaikum. Was? Smack dich. Nur dich auch. Und nur dich ist recht. So. Tschüssi. Batz zaraps. Aua. Autsch! Okay. So. Oh meine Güte. Oh nein. Naua. Schnell. Versenktes Fell stinkt. Nicht nett. So, bin ich jetzt in der Dimension? Scheint so. Ah cool, ich habe auch hier den Dings. Oh nee, Digga. Stimmt. Wir sollten vorsichtig sein. Nein. Oh, ich bin tot. Scheiße, gar nicht gecheckt. Ey, das ist Hurensohn, Digga. Ja. Okay, jetzt die Frage. Aber die machen mies Schaden, Digga. Das hat mir nicht gefallen. Oh, die machen übel Schaden. Warte mal, wie? Ah, mit Kreis, okay. Was habe ich die ganze Zeit gesucht, die Funktion? So, tack, zerab. Ja, wir sehen sogar sehr lediert aus, Alter. So. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar, noch ein Bot. Okay, Digga, Bin dran. Okay, was ist mit denen? Ich hoff's. Weil meine Lebensanzeige, die... Die ist langsam wirklich in schwarzer Gegend. Nein! Nicht gesehen. Okay, Hälfte geschafft. Ich will echt wissen, was die Nachrichten besagen. Okay, wir haben aber hier wieder. So, wieder volles Leben auf jeden Fall. Ist ja nicht so schlimm. Sterben gehört dazu, Jungs. Alter. Das war knapp. So. Hier ist doch mal eine Dimension. Guck mal, hier wäre dein Leben gewesen. So. Perfekt. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Nicht feindliche Entität. Hallo? Ja, guck mal hier. Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich
Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Oh, ich habe übrigens dieses Noise Gate da wieder reingemacht. Ich hoffe, das stört nicht. Beziehungsweise, das sollte jetzt ein bisschen angenehmer sein von dem Rauschverhältnissen her. Okay, was jetzt? Aber das war's schon. Na gut, wenn das so ist. Dann lassen wir uns nicht lumpen. Zack, zerab. Oh, dieses Spiel ist so schön, Jungs. Das ist seine Lohnbugs. Smack dich. Du dich auch. So. Zack, zarab. Jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Aquarius. Ah, gutes Argument. Was zur Hölle? Hallo? Hallo? Hä? Was ist denn das für ein Witz? Ich hab mich einfach reingebackt. Schau mal, Digga. Ja, das Spiel ist halt noch brandneu, das sind so ein paar Bugs sind halt noch drin. Aber ist ja nicht weiter schlimm. So. Ihr kleinen Missgeburten. Fuck off, man. So, her mit der Moon. Okay, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Okay. Irgendwie muss man doch ankommen. Haben die Bot-Plattform erreicht. Aber der funktionierende Bot ist in der intakten Dimension. Stimmt. Irgendwas entgeht uns. Irgendwas entgeht. Irgendwas entgeht. Was entgeht aber? Warte mal, kann ich theoretisch... Nee, kann ich nicht. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mag ich das jetzt? Ist hier sonst noch was? Ja, hier ist so ein Ding. Ja gut, von da komme ich ja. Warte, da muss doch noch irgendetwas sein. Was könnte es sein? Irgendetwas, was ich übersehen habe. Was habe ich aber übersehen? Was ist mit dieser Plattform da vorne? Genau das hier, was ist das? Ah. Perfekt, siehste.
Bisschen nachdenken. So. Zack, zarab. Es geht. Moment kurz, ich muss ganz kurz. Meine Brille holen. Oh, schon viel angenehmer, Digga, viel schärfer. Das ist das Problem, wenn man Augen hat, die Schmutz. Hä? Und jetzt? Ach so. Danke. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Jojo, hast du. Lack, wohin jetzt? Oder was passiert jetzt? Oder was jetzt? Oder Zwiebeln? Jesus, zwiebelisch. Alter, holy moly. Macaroni. Protokoll vernichten! Ein Geschenk von meiner Dimension an dein. Und jetzt mache ich als Metall raus. Aua! Autsch! Oh mein Gott, Digga. Oh! Nein! Aua! Boah, gibt's hier kein Leben oder so? Digga, Mann, ey, das tut weh. Ein Geschenk von meiner Dimension an deine. Und jetzt mache ich Altmetall draus. Digga, das brennt. Ach da. Ich wusste doch, hier ist noch was. Oh, du Hurensohn. Jawohl, Digga. Lande und... Sicherheitswende deaktiviert. Vielen Dank und noch einen höllischönen Tag auf Pisa. Ihr kleinen Plagenviecher, Alter. Hundezwiebeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Ja! Sicher? Freudenlaute. Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Na gut. Ja, warte mal, Nee, passt schon. Diese Dimensionsanomalie. Weißt du, ich muss mehr mit der Shotgun spielen, Digga, aber ich will die mal auf Max bringen. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Meine Warnung als bester Freund. Die Dimensionsintegrität könnte... Der meint das jetzt echt ernst, ne? Meine Warnung ist wichtig. Als bester Freund will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Der Typ ist so ein Unsinn. Bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Oh, okay, wo hier? Ich, warte mal, kann ich hier gucken? Kristall? Aha, da. Brauchst du Waffen oder Munition? Ich wette beides. So, was haben wir hier Schönes?
Der die Shotgun. Schüsse fliegen weiter. Machen wir mal so. So sieht's von den Waffen her. Sieht aus, als hättest du genug für diese Schönheit. Das war nochmal der Querschläger. Okay, warte, den hole ich mir mal. Für 6K. Okay, das könnte ganz hilfreich sein. Aber wir gehen zurück zur Shotgun. Oh, diese ganzen Waffenvielfalt im Spiel, das war so schön, Digga. Bereit, noch ein Dimensionschaos zu beheben? Verlasse ich nicht physisch, doch im Geiste niemals. Clank, du bist hier. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hast du auf mich gewartet? Ein paar Minuten, aber schon gut. Ich habe so lange meine Neurosen katalogisiert. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Meta-Terminal leitest. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Ach Scheiße, Digga. Warte mal. Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Warte. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung, selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Warte, ich muss es anders machen. Wie kamst du zu dem Titel Prophet? Ja, der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihn bei ein paar Archiventschlüsselungen... Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Was bedeutet das? Oh, nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie... Das ist ein Blag-Telefonbuch. Das ist ein Kirchhuzan, ein terraklonisches Liebesgedicht. Oh. Will ich zwei nehmen oder gibt's keine zwei? Doch. Jetzt geht's. Jetzt. Guck jetzt. Nice. Oh Mann, ich muss das aufschreiben, denn das war unglaublich, Clank. Sehr schön, Digga. Geil. Und wie läuft's mit Rivet? Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt. Okay, null. Das ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstände. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Warte mal. Ey! Ach so. Verstehe. So jetzt.
Nee, warte. Ich hoffe, ich störe dein Ankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ja, genau. Meine Möglichkeiten sind eine Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich. Nee, nee. Ich kann alles reparieren. Nee, warte. Vielleicht die Hebekugel? Auch nicht. Warte mal kurz. Ah, Moment mal. Den hier? So. Die Säge blockiert den Weg. Wenn ich sie nur irgendwie absenken könnte. Genau, perfekt. Nice. Ich hätte nie daran gedacht, die Kugel so zu benutzen. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Gibt es irgendetwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern. Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht mit Sorgen zu müssen. Ach, Digga, deine Mutter. Warte mal. Hä, geht, es geht gar nicht. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ich weiß, Digga, aber. Ah. Wirklich erhebend. So. Perfekt. Oh! Wie ich das deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache so. Habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Pömpel dabei. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ach du Scheiße, ich mach's anders. Wir machen Hebekugel. Genau. Warte, das stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Das ist das schwere Kugel, was? So. Aber jetzt nervt das Ding, Digga. Ach, leck mich doch, ey. Hier muss die Hebekugel hin. Aber... Was, wenn ich mache Tempokugel? Auch. Scheiße, Digga. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Warte mal. Da muss aber hier die schwere Kugel rein. Problem ist allerdings, dann fallen die weg.
Das ist das Problem, Bro. Genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Check ich nicht, Digga. Guck mal, das ist dann Hebekugel, aber... Ich probier's mal selber. Es geht gar nicht. Wird schon gehen mit Tempokugel. Ja, mit Tempokugel wird's gehen. Okay, warte. Warte. Gib mir das. So. Hat nicht gereicht. Okay, warte, ich muss das perfekt machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Mann! Boah, Junge, leck mich im Arsch. Nein, dank dir. Und vergiss nicht, Zuversicht ist... Ja, Digga, irgendwann kriegst du es hin, Das ist aber teilweise echt Kopfnuss. Kümmern wir uns um die Verstopfung. Ja, ich hab unsere schlauesten Köpfe zum Rohr. Teilweise echt Kopfnuss, Digga. Sehr gut. Die Hydraulik funktioniert wieder. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. So. Zack, zerab. Fast da. Ab geht der Junge. Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen. Danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Die Männergang ist zurück. Sagt's herab. Ich frage mich ständig. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es mal. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Spring zur Seite. Ui. Ui. Da geht's nirgends hin. Nein! Ah, ich wollte gerade rechts, Amana, schickt's. Ich frage mich ständig. Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da geht's nirgends hin. Jawohl. Jawohl. Die hässlichen Lemminge, Junge. Hm.
Jawohl. Wir kommen dem Hauptbohrer rasant näher. Easy. Der Zwiebelbohrer, Junge. X-ter Meister. Ich habe schon immer einen Bohrer bedient, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Na komm. Jawohl. Roboter, tolle Neuigkeiten. Ich hab die Nachricht entschlüsselt. Hör zu. Endlich empfangen. Hör zu. Nicht den Bohrer einschalten. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht klappt eine Fernabschaltung. Ich dachte, du magst große Maschinen. Meine Meinung geändert. Ihr miesen Hurns. Oh nein. Piscopatches. Aua. Stirb, danke. Phasenquarz. Da, in dem Bohrerstrahl. Jawohl. Danke. Oh, ihr Kerle. Wir müssen schnell in die andere Dimension zurück. Wo ist der Eingang? Autsch. So, schnell weg. Junge, du bist ein Huren. Das war der letzte. Hier muss es doch einen Weg zurückgeben. Ja. Ah, hier baut der Zieger noch mal. So. Komm her, Junge, jawohl, Junge, Stufe 4, easy. Also, was soll's? Dann bereit machen für den Aufschlag. Hallo, hier ist dein bester Freund, Jim. Bitte stirb nicht. Ich Aua. Ich habe Trauerlaute gelöscht, als wir beste Freunde wurden. Nicht jetzt, Jim. Jetzt hätte ich gern einen Trauerlaut. Warte. Stirb, du Piscopaccio. Jawohl, jo. Der Stein! Rivet. Oh nein. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es... Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken.
dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Der Flieger kennt's Flieken, aha. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's, wenn wir das Phasenquarz reparieren okay. und das Universum retten? Ja, ja. Klingt gut. So. Ab geht's. Abflug. Ab geht der Junge. Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen. Ab geht der Junge! Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja, hoffe ich auch. Oh ne. So. Außer Betrieb zu sein. Bestimmt ein Überfall. Geil, Junge, Stufe 4, Digga. Solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Zack, zarab. Verzeihung. Weiß hier jemand, wo wir den Flicker finden? Ich schätze, sie sind vorsichtig. So. Ach, die schönen Oldschool-Kisten. Stirb, du Penis! So, darop. Zack, zarab. Oh, hi. Das werden wir uns dann später mal genauer angucken. Wenn das so ist, dann würde ich das sogar offscreen machen, wenn wir alle haben, dann würde ich alle Planeten abchecken. Oder ist es, um die Spezialwaffe zu bauen? Hätte ich Bock drauf. So. Perfekt. Sehr schön. Es geht ab. Achso, das ist kein Job. Neue Touristen? Oh, willkommen auf dem Juwel unserer Galaxie. Bitte seid willkommen. Wusstet ihr, dass Molonot auf Schottisch Paradies heißt? Ist der Flicker auf diesem Planeten? Das ist er definitiv. Toller Typ, der Beste und Single, falls einer von euch interessiert ist. Er sagte uns, er könne Phasenquarz flicken. Phasenquarz, Blasenquarz, jedes Quarz, einfach alles. Aber, wir hatten Ärger mit Piraten und er sollte helfen, weil er na ja so groß ist, aber nach ein paar Tagen voller Kämpfe ging er einfach kaputt. Vielleicht können wir ihn reparieren. Ihr seht aus, als schafft ihr das in einer Molonot-Minute. Aber der Weg zu ihm wurde beim Piratenangriff zerstört, also braucht ihr einen Schleuderschuss. Oh, und ich habe einen in den Schmelzgruben davon gesehen. Glückwunsch. Okay. Einen Schleuderschuss. Ich drück dir gleich meinen Schleuderschuss ins Gesicht, du Zwiebel, Alter. Wenn das hier vorbei ist, gehen du und Ratchet in die Lombax-Dimension? Möglich ist es, aber Ratchet ist unsicher. Vielleicht hat er Angst, dass... Moment, Angst? Wieso Angst? Es ist kompliziert. Tja, hey, wenn Jawohl. Er nicht gehen will, komm ich mit. Ihr misset's.
So. Ey, ja, Penisfische. So. Oh, nee. Aber wenn wir gedrückt halten... Auch, dass die Kollegen weg, okay. Da, jenseits der Schlucht sind die Schmelzgruben. So. Aber da kommen wir nicht hin. Ha, jetzt wird improvisiert. Schön einsammeln den ganzen Krams. Sehr gut. Ein Schleuderschuss bringt uns über Nein. die Luft. Die ist riesig. Ja, mir gefällt der Name auch nicht. Aber wir müssen uns eins in den Schmelzgruben suchen. Vorsicht. Jesus. Jawohl, jo. Kommt noch mehr. In einer Schmelzgrube würde ich einen Schleuderschuss nicht erwarten. Ich vermute, das hat etwas mit der jüngsten Rückrufaktion zu tun. Irgendwas wegen gebrochener Rückrate? Oh, je. Easy, Junge. Da ist ein Spalt. Oh. Sehr beeindruckend. Ein goldenes Bolzen. Kein Ende. Da kommt ein Sprung. Lack, wie weit noch, Digga? Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Einfach festhalten. Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Jesus, Alter. Geschafft. Geil. Easy, Junge. Penis, Zwiebel. Ah, die Piratenskinder, Alter. Die Zeit ist endlich da. Jetzt plündern wir los, die Zerstörung wird groß, denn das Ende des Flickers ist da. Seht her, Matrosen, ein nützliches Ding. Mir schwant, es könnte die Lösung bringen. So hat das Schicksal uns also wieder vereint. Ma petit, Rivet. Das Schicksal liebt es wohl, dir in den Hintern zu treten. Aha! Uhu! Piratenkumpane, Angriff! Digga, Rusty Pete, Alter. Die Piraten. Die plündern Schrott. Sie dürfen den Schleuderschuss nicht bekommen. Warte mal. Sollten wir diese Anhöhe hier nutzen? Gute Idee. Schilde hoch, Matronen! Schilde? Da müssen wir wohl aktiv werden. Oh! Erwartet das? Dich werde ich viel holen! Alter. Scheiße. Dir missgeboten. Jawohl, Stufe 2, Digga. Piss dich! Aua! Warte mal kurz. So.
Wie machen wir das jetzt am besten? Amanakim. Warte mal, ihr muss doch irgendwie... Genau, und jetzt... Naua. Das würde ich mir gerne anrechnen, aber nein. Der Grund für seine Gebrochenheit ist mir ein Rätsel. Doch ich genieße seine Abwesenheit. Ah ja. So. Nice. Le Schliederschließ. Wir haben den Schleuderschuss. Jetzt nur noch die. Digga, es regnet so krass bei uns, ne? Nein, nein! Und was stand da? Ah. Verstehe. Jawohl, jo. Erinnert mich ein bisschen an Borderlands, die ganze Kulisse hier. Ja, miesen Wichser. So. Der miesen Horns. Und wie? Die recken ja nicht mal. Junge! Wie viele Piraten hat Pierre? Vielleicht hilft der Flicker, sie zu beseitigen. Was das? Je, Worte, Zigano-Duppe. Mann! Hallo. Der stirbt nicht. Nein, doch nicht darunter fallen. Ach, Digga. Ey, wo kann, wie kann ich hier weg? Oder muss ich kämpfen? Verstehe ich nicht. Kann ich einfach weglaufen oder muss ich kämpfen? Weil ich sehe ja keinen Ausgang. Check ich nicht. Aua. Ja, langsam nerven die mich, Alter. Yeah.
Ach, jetzt oder was? Komm, der Japaniskind, Alter. So. Lacton. Oh. Stirb ja mal, oh. Sehr gut, komm. Ah, nein. Ach, Digga, leck mich. Mann. So. Jawohl. Easy. Oh, die Waldfee. Wie wär's mit einem neuen Tanzpartner? Wann kommt dir mal ein 1 gegen 1, der kleine Wichsfehler? Oh nee. Werden wir etwa tanzen? Nein, tun wir nicht. Land und du brauchst hier über keine Platte laufen. Ich werde dein Ende sein. Aua. Ey! Was hast du davon, wenn du uns bestehlen willst? Vergebliche Mühe, nach dem Flicker zu suchen. Was machst du? Nein! Er wird langsam Jawohl. Holy crap. Holy shit. Ja, aber piss dich, du Bastard. Unser Führungsschiff ist verloren. Zerstört es jetzt. Wir essen die Ausgaben. Bist du sicher? So geil, Digga. Alter. Nicht schlecht, Bolts. Von Piraten habe ich aber erstmal genug. So. Frisur gefällig? Was ist denn das, Mann?
Okay. Miss Zorkon macht gern Kugeln aus deinen Bolts. Was war das nochmal? Süß. Ein wenig oberhalb deiner Preisklasse, Sweetie. Ich würde mir jetzt das Ding hier holen, Digga. Oh, cool. Guck mal jetzt. Wir haben jetzt hier die Shotgun. Ich mach die als nächstes auf Max. Na, das wird einen gehörigen Wumms haben. Geil. Sehr schön. Was ist das hier? Wirkungsgrad. Nice. Sehr schön. Aber noch ein bisschen, dann haben wir sie auf Max. Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Geil, Omatiko, Digga. Sind wir voll? Ja, wir sind voll. Ich hab sie sogar gleich auf Stufe 5, Digga, aber guck mal hier. Startet den Flicker neu. Okay, Jungs, das machen wir aber das nächste Mal. Wir sind jetzt schon beim Teil angelangt. Wir sind jetzt bei 56 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du so ist, lasst gerne ein Like oder. Wir sind dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder ist, let's play Ratchet & Clank Rift Apart. Bis dann, checkt die Meets und zieht die Fische und haut rein.